Komm, wir spielen ausnahmsweise mal auf den Russen, auf der russischen Seite. Und wir nehmen mal das Gewehr. Ich habe keinen Bock auf MG. Wir sind auf der Map Bridges of Drusina. Mal wieder. Hier irgendwas mit Brücken. Ja, die Map kenne ich tatsächlich nicht so gut. Und es scheint, wir verlieren gerade J, nehmen K wieder ein. Ja, ich bin gerade drauf gekommen, deswegen das Spiel ist noch frisch. Ich habe keine Ahnung, wer wo ist. Wahrscheinlich werden wir jetzt deswegen auch kassieren. J wird angegriffen, aber K haben wir fast eingenommen. Ach, wir greifen an gerade, oder wie? War das ein K98? Nee. Gut. Ja. So, als wäre hier die Front. Wir haben die gerade einmal zurückgestoßen, glaube ich. Ich gehe da mal rüber, wenn das irgendwie geht. Gott, wir sind hier richtig exponiert. Das ist gut hier. Schön. Auch exponiert hier. Ich höre ein MG. Ich habe die ganze Zeit 42 gesagt, letztes Mal, ne? Es ist 34. Oh. Okay, ich weiß genau, wo wir sind. Aber es ist auch scheiße, wo wir sind. Ich guck mal hier. Da pushen die links. Okay, da ist irgendwo ein MG. Ich versuche mal hier so mit einem möglichst kleinen Winkel. Okay, das ist eine Katastrophe hier, die Position. Am besten ist, wir arbeiten uns das Flussbett runter. Sind halt alle da ganz weit hinten. Also es sind sehr viele Sandsäcke, wo die sich wahrscheinlich hinter verschanzen gerade. Obviously. Ich gehe mal gerade runter und versuche M so ein bisschen von der Seite einzunehmen. Sollte funktionieren. Ich glaube, es liegt jetzt nur daran, dass hier absolut keiner von uns ist. Die sind nämlich alle links. Bei L, was natürlich nicht schlecht ist, aber ich muss ja vorwärts gehen. Oh. Ja, das ist nämlich. Die sind hier irgendwo. Liegen die. Da ist zum Beispiel einer. Da läuft er. Das war der. Ah, das ist die Gegenrunde schon. Wir haben, also eine wurde schon gespielt hier. Da war ich noch nicht da. Fuck. Das ist ein G41. Ist da noch einer? Könnte gut noch einer sein. Erwischt. Gut. Das erklärt auch, wo die waren. Ja, Freunde, wir haben gerade hier einen Vorstoß zurückschlagen können. Sehr gut. Okay. Hier ist wieder einer. Der gibt Deckung. Also wenn der hier ist, dann sollte da keiner. Ich habe immer großes Vertrauen in meinen Mitspieler, dass die irgendwie alle aufhalten, wenn hier welche wären. Ich hoffe, das wird nie enttäuscht. Tief durchatmen. So. Okay, M ist jetzt hier irgendwo cross the road oder so. Muss hier bestimmt aufpassen. Nicht, dass ich mich voll abhebe vom Kontrast her. Da war einer. War es ein Deutscher? Ne, da läuft. War da einer. Panzerbüchse da oben. Okay, komm. Was soll denn der Geiz? Ich laufe jetzt einfach hier rüber. Und werfe mich zu Boden. Sehr gut, hier ist niemand. Okay, das haben wir gut gemacht. Ich glaube, es gibt dann noch eine N, das ist dann da drüben. Hier, diese so Zone da am anderen Ende der Brücke.
Da war einer. Scheiße. Das war schlecht von mir. Vor allem habe ich jetzt auch noch den Punkt verloren. Schade. Egal. Aber wir schlagen uns wacker. Noch. Okay, jetzt müssen wir halt rüber über die Brücke. Das wird jetzt spannend. Oh, Junge. Oh, geh mal weg da. Wenn der jetzt gleich stirbt, dann tut mir das leid, aber. Okay, einen haben wir erwischt. Der lief da so komisch. Ist hier einer drüben? Der Schuss kam noch eben von hinten. Okay, warte. So. Das ist gut. Und jetzt hier hoch. Perfekt. Ist hier offen? Ja, gut. Optimal. Dann können wir hier schön raussnipen. Schön weit vom Fenster weg. Da ist ein MG, oder? Habe ich da aufblitzen sehen? Ja, klar, im Krieg sterben. Ja, das war das MG, okay. Oh Mann, ey. Und der Typ läuft da direkt vor, ne? Ich hasse sowas. Okay, aber ich töte das MG jetzt. Einer muss das ablenken am besten. Egal, das passt. Das schaffen wir. Genau. So, geht da mal weg, alle. Da ist Blut an der Wand. Ich glaube, der ist tot. Nee, ist er nicht. Scheiße! Das habe ich hier nicht mal gesehen. Okay. Da gehen wir nicht mehr hin. Das bringt gar nichts. Nein! Scheiße, stirbt doch nicht weg, ey. Wir können jetzt von der linken Seite versuchen, uns da zu nähern. Und dann die rechts irgendwie da wegholen. Also wenn wir jetzt hier... Ich hoffe, jetzt ist hier keiner. Uns hier irgendwie lang sneaken. So, mehr oder weniger. Incoming artillery fire in Sektor Delta 910. Delta 910, over. Gut. Franzosen, Russe. Das sind die schlimmsten. Aber ja. Oh. Okay. Tank Commander, Tank Commander. All paths are free for you to go. All paths are free to for you to go. Over. So, nice. Den hat's schön erwischt da. Ist das MG? Kann ich das von hier treffen? Nee. Oder? Nee. Okay. Was machen wir? Was machen wir? Sollen wir rüber? Fuck it. Wir gehen rüber. Toll. So viel dazu. Kann man hier Rolle wechseln? Oh ja, und wie eigentlich? Panzer. Ja, da kommt jetzt ein russischer Panzer und fährt einfach rüber. Pass auf. Oh Gott, ich habe noch nie Panzer gefahren, wirklich. Ich habe keine Ahnung, aber das ist gegen Infanterie, das sollte funktionieren. Here goes nothing. Ach du Scheiße. Ich will auf den Fahrersitz. Ach, ich bin... Okay. Watch out. Artillery is not over yet. Over. Ach du Scheiße. Okay. Okay, ich kann nichts treffen. Stop moving. So, können uns gerade mal umgucken. Das ist der Panzer, das ist der Panzerfahrer gerade. Ne, da unten ist der Fahrer. Egal, wir schießen jetzt. Wo ist der, ne? Ohne Witz. Was macht der denn? Hä? Wo sind wir hier? Der setzt gerade, glaube ich, über den Fluss, ne? Aber das ist dumm, weil... So, hier sehen wir es nochmal. Schnell wieder runter, bevor uns einer abschießt. So, jetzt ist er halbwegs schlau und geht zur Brücke. Wie man hier sieht, so halb. So. Jetzt aber. So, wenn dann... Jetzt... Alter, was macht der, ne? Ja, Leute. Was macht ihr? Wo sind wir? So, jetzt bewegt er sich in die richtige Richtung. Ey, Typ.
Geh doch da, hör mal auf dich zu bewegen. Was buggt das hier so rum, ne? Ohne Witz. Was ist das hier? Ich sehe nichts manchmal. Das verstehe ich überhaupt nicht. Was hat der gemacht? Der ist um einen scheiß Igel gefahren da. Gut. Ja, wie auch immer. Okay, hätte deutlich besser laufen können mit dem Panzer. Aber wir leben noch. Und wir haben geholfen, auf jeden Fall. Denn ein Panzer, da hält man schon mal den Kopf unten. Deswegen habe ich auch einfach gerade ins Blaue geschossen, nur damit sie wissen, dass ich schieße, weil dann gehen sie da schon mal nicht hin. So, und wenn du weißt, da ist Rauch und dahinter ist ein Panzer, dann gehst du da bestimmt nicht hin. Deswegen hat es schon geholfen, weißt du? Man muss auch ein bisschen psychologisch daran gehen, das hilft. Jetzt nehmen wir einfach uns die nächste Karte. Naja. Oh, Baracken, na schön. Okay, das ist Nahkampf. Okay, Deutschen. Na gut, das Übliche. Ja, das wird jetzt ein interessantes, Scharmützel, haha. Was? Nee, Moment. Fuck, ich muss mich gerade kurz organisieren hier mit der Technik. So, da ist gerade ein Stecker rausgefallen, der da nicht rausfallen sollte. So. Hier. Okay. Warum haben die schon was und wir haben noch nichts? Das haben wir gut gemacht. So, rechte Seite ist hier super. Also dieses Haus. Da kann man schön alle, die irgendwie rum sneaken und denken, sie könnten was wegnatzen. Ich hoffe jetzt nur, wir werden nicht komplett vernichtet, weil die Russen sind eigentlich eben deutlich besser gewesen von der Aufteilung. Moment. Da pokt schon einer raus. Komm, Wallbang. Ich hoffe, dass meine Kugeln da durch können. Ja, siehst du mal. So, hier war ein MG. Hier ist so ein Stand-MG, glaube ich. Ist aber nicht besetzt gerade. Weil wer schießt da? Ich glaube, das sind. Also, es klingt nach einem MG34. Jetzt sage ich es richtig. Aber. Das kann eigentlich nicht sein. Außer ein Russe ist dran. Das wäre bedenklich. Da ist einer. So, dann hat es schön erwischt. Ich glaube, der verblutet. Ja. Guilford Ferkel, dein Ernst? Ist der tot? Der müsste eigentlich tot sein. Ja, der ist tot. Da wirft einer Rauch. Oh. Das ist ein russisches Gewehr, meine ich, gewesen hinter mir gerade. Ne, war der Deutsche, gut. Besser nachgucken als. Vorsicht, ein. Ach, das war eine deutsche Granate, das ist gut. So, ich halte mal hier weiter die Stellung, falls hier einer sich in der MG aufstellen will oder so. Das geht es zu unterdrücken. D wird angegriffen. Warum wird D. Hä, D wird angegriffen? Das ist scheiße. Und D wird sogar eingenommen gerade. Ich glaube, das ist einfach so, die sind links an uns vorbei. Ja, scheiße. Na, scheiß die Wand an, ey. Wait to the rescue, ey. Leck mich am Arsch. Zur rechten Zeit am rechten Ort nennt man sowas. So, hier will ich aber wieder weg, weil das ist eine scheiß Position.
So ein komisches Häuserkampf-Standoff möchte ich gar nicht. Ich probier's einfach hier rüber. Scheiße. Okay, es hat ein Russe ein MG. Und zwar noch an der wahrscheinlich schlimmsten Position da an der Straße. Scheiße. Okay. Wir schaffen das. Häuserkampf ist doch unsere Spezialität. Ja, ja. Oh, was macht der? Ach so, ich dachte, da steht einer. Okay. Ich bin blind und dumm. Ist nichts Neues. Der ist wo? Wo ist denn der? Ach so, da an der Kaserne ganz links. Okay. Okay. Wieder hier rein und unterdrücken und Deckung geben. Was auch immer. Ich will dieses MG da irgendwie loswerden, wenn das geht. Da oben ist er. Oh, das ging schnell. Wenn man sich ein Ziel setzt, dann kriegt man das auch hin, wa? Alter, du Vollidiot! Oh, zum Glück eine Rauchgranate. Alter. Voll der Mongo, ey. Wirft sich eine Granate. Als ob der überlebt hat. War das überhaupt noch Russe? Fällt mir natürlich spät ein. Ich glaube, der ist tot. Aber irgendjemand schießt da. Ja, fuck. Wie ist das denn jetzt passiert, bitte? Das ist natürlich toll. Ja, wir müssen das dringend wieder einnehmen. Tolle Wurst. Ach, wir sind gerade jetzt schon im Missionsziel im nächsten. Okay, dann bleiben wir hier erstmal. Da ist der direkt hinter der Wand. Ich kann ihn gerade halt nicht. Ich habe ein bisschen Angst gerade, weil die können immer noch von links eigentlich. Was machen die denn hier für Sachen, ey? Keiner uns sieht hier. Ohne Witz. Was? Oh fuck. Okay, time to get out of here. Oh shit. Da waren gerade zwei Sniper. Scheiße. Immer noch. Der ist tot. Fuck. Da hat er mich erwischt. Zum Glück nur am Rand. Oh fuck. Nein! Ich wusste es, ich hab den da ganz noch langsam und lang creepen sehen, ey. Ja, wir müssen da rein. Wir müssen pushen. Ah, fuck, wir haben eh verloren. Die haben eh... Wie haben die denn eh eingenommen, bitte? Das ist doch ein Witz. Okay, aber wenn wir das... Ich seh nix. Wenn wir das einnehmen, können wir vielleicht weiter... Vorrücken, also wieder D angreifen. Gut. Ja, genau, wir können D angreifen, das ist gut, weil dann haben wir F quasi umgangen. Ah ne, F ist immer noch, okay. Ja, egal, passt schon. Das ist alles ein bisschen close range hier. Ah ja, gut. Ich würde ganz gerne D über die Baracken angreifen. Ja, hier haben die nämlich gerade... angegriffen, also in, aus der Richtung, wo die mich nicht gesehen haben. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt wieder dahin gehe, wo ich eben war, dann pushen wir halt nicht. Also dann sind wir da hinten und sitzen da und warten auf die und das ist immer schlecht. Lieber den Kampf zu den Gegnern tragen. So. Nämlich schon hinter denen.
Boah, wenn ich jetzt Truppführer wäre, ne, dann könnte ich hier. Oh Gott, wir werden so sterben. Ja, die pushen. Oh mein Gott, ich liebe euch, Leute. Ohne Witz, ey. Fuck. Alter. Mach solche Sachen nicht, ey. Ich muss hier weg. Gott, es ist offen hier. So scheiße. Ich bin gerade etwas angespannt. Merkt man das eigentlich? Wie? Alter! Mein Gott! Och nö, ne? Ich hab den so erwischt eigentlich. Ups, das wollte ich nicht. Ja, scheiße, Mann, ey. Das war gerade unsere Chance, das einzunehmen. Da waren gerade kurz voll viele drin von uns. Also, was heißt voll viele, aber... Okay. Da waren einige drin und wir führen. Punktemäßig. Das ist gut. Egal. Nochmal dasselbe vielleicht. Und ich bin fast Level 50 mit der Waffe. Und dann gibt es einen Scope für die Waffe. Und das wollen wir uns doch mal angucken. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Vielleicht sogar in dem Match, wer weiß. Restzeit 5 Minuten noch. Oh, okay. Steht's punktemäßig? 0-0. Ah ja, klar, wir haben es ja eben angefangen. Ist ja logisch. Keine Ahnung, wir sehen dann, was Sache ist. Jetzt gucken. Da oben ist Party. Aber das heißt, da oben, also wenn da so scharf geschossen wird, wird das gerade angegriffen. Hoffe ich. Nicht wieder der Einzige, der hier gerade... Ich hoffe, jetzt ist nicht jemand schlauer geworden und wartet hier auf mich. Sieht gut aus. Was ist das mit I? Ist das ein kyrillisches? Okay, jetzt greifen sie an, das ist gut. Wie viele sind denn da? Alter! Boah! Doch so eine Sache nicht. Da ist doch einer, ich sehe dich doch. Ja, da haben wir ihn, gut. Puh, ey. Habe ich gerade kurz ein bisschen Angst gekriegt. Lauf durch deine eigene Granate, Junge. Scheiße. Es war wahrscheinlich auch dumm, da so den Kopf rauszuschrecken. Truppführer, Truppführer, wo ist der Truppführer? Wo ist der denn? Bei... Was? Die haben D... Was? Ich dachte, wir hätten D eingenommen, dann die haben F eingenommen. Was soll denn das? Wo bin ich? Oh Gott. Fuck, ey. Was sind das für Spawns? Was mache ich hier? Wo läuft der lang, ne? Wo ist der? Hä? Ist der bei C? Was machen die bei C? Nee, die sind hinter F. Hä? Leute. Okay, ich spawn bei dem, aber... Was macht der? Ach so, okay, das ist gar nicht so... Obwohl, hinter C... Das Problem ist, wir sind gerade hinter C. Also, die gucken gerade auf C. Hier, seht ihr das? Da. Und hinter C ist halt nichts. Die spawnen da ein bisschen, aber die spawnen hinter D, da, wo B ist. Da, so in der Ecke. Und das bringt halt jetzt gerade nichts, was wir hier machen. Wir müssen halt F irgendwie verteidigen. Wo ist denn F hier, bitte? Da. Wir müssen F angreifen, okay. Das ist noch was anderes. Ich bin wieder in der Scheißposition hier. Ich helfe meinem Team gerade nicht. Komm, was soll der Geiz? Ganz Magazin drauf. So, ist tot. So.
Level up mit der Waffe, das ist gut. Da haben wir es. Alter, die nehmen eh ein. Okay, jetzt muss ich pushen. So leid es mir tut, wahrscheinlich sterbe ich jetzt, aber dann kann ich es nicht. Okay, ganzes Magazin durch die Wand. Okay, der ist tot. Scheiße! Ich hab den grad noch. Fuck. Okay, schade. Das war doof. Schlachtfeldoffizierspatent. Okay. Dann gehen wir mal als Truppführer rein. Würde ich mal behaupten. Ja. Dann können wir nämlich halt, dann spawnen die bei uns. Cool, wir sind die Besten gewesen, deswegen hatten wir jetzt das Patent. Das ist natürlich super. Tut mir leid, wenn ich jetzt jemandem den Platz wegnehme. Warum sind wir jetzt nicht gespawnt? Okay, und diesmal halte ich D, weil wenn wir das verlieren, haben wir verloren. Quasi. Weil D zu halten ist ganz wichtig. Ihr habt es ja gesehen, sonst ist man bei F und dann kommt man irgendwie nicht über die Kante da und dann ist schon fast wieder vorbei. Ich werde D verteidigen und dann pushen. Tolle Wurst. Alter, ne? Wenn wir jetzt D wieder verlieren, dann ist es wieder gelaufen. Gehe ich jetzt einmal außen rum. Ich wollte nämlich da, wo ich gerade erschossen wollte, da wollte ich eigentlich hin. Wo wir halt auch eben über D reingekommen sind, weil da kann man hinter die Kaserne, die da, dieses Kasernengebäude, da kann man hinter und dann einmal ganz flankieren. Und das war jetzt mein Ziel. Ich habe aber Angst, dass wir D verlieren, wenn wir jetzt nicht da aufpassen. Dann wäre halt wieder vorbei. So, jetzt habe ich die MP40, was natürlich nicht so gut ist eigentlich. Gut. Kann ich kurz warten, ob hier einer spawnt bei mir? Ja, perfekt, da spawnt eine ganze Horde. So, wir flankieren jetzt. Ich habe jetzt einen mit einer PPSH da links außen gehört. Eben, aber den können wir jetzt einmal ganz aus... hebeln, indem wir einmal rumlaufen. Könnte sein, dass hier oben einer ist. Ne, gut. Die spawnen jetzt auch vor allem alle bei uns. Das ist super. Obviously. So, wenn wir hier halten. Hier sind, haben wir jetzt genug Jungs im Gepäck, glaube ich. Oh, fuck. Scheiße, okay. Ich bleib mal gerade am Leben, dann können wir wieder ein paar Leute spawnen. Jetzt habe ich einen Deutschen. Okay, spawnt mal. Scheiße. Jetzt haben wir einen MG noch an der Backe. Gut, hier sind aber wieder welche. Gut, gut, gut. Da spawnen sie. D ist safe. Wir müssen halt C irgendwie angreifen. Das geht aber nur, wenn wir genug... Also wenn wir hier auf der Seite genug Druck aufbauen, sage ich mal. Und... dann jemand mutig ist und auf der anderen Seite rüberläuft. Das wäre halt optimal. Ich habe noch Rauch. Das kann ich dann benutzen. Scheiße. Ab in die Latrinen zum Überleben. Mein Beileid. Nein! Ich dachte kurz, ich lebe noch. Scheiße. Okay. Jetzt ist das aber unsere Chance, auf der anderen Seite zu spawnen und dann schnell durchzulaufen. Wenn das funktioniert, haben wir gute Chancen. Wenn jetzt aber alle von uns da abgemurkst werden auf der rechten Seite, auf der linken Seite, war das alles umsonst. Ach ja. Okay, wir schaffen das. Wo ist der? Ah, der ist. Nee, der ist in der furchtbaren Position als MG. Der sollte vorrücken. Die MGs sind auch so eine. Ist so eine Sache, du musst vorrücken, Druck machen bis zu einem gewissen Punkt und dann aber so, dass du halt nicht abgeschossen werden kannst, alles halten, was da vorbei ist. Das heißt, du musst irgendwie immer in der Mitte oder sogar ganz vorne sein. Nicht ganz hinten. Im Gegenteil. Ich glaube sogar eher, die MGs müssten vor den... Fuck. Das war behindert von mir. Richtig behindert. Die MGs müssen vor den Gewehrschützen sein, weil die Gewehrschützen geben Deckung, MG rückt vor, schießt alles zu Klump, dann rücken die Gewehrschützen wieder vor und so weiter. Und falls es irgendeinen Keller auszuräumen gibt, gibt es die Sturmtruppe. So, und der Truppführer darf nicht am einzelnen Sniper sterben. Das war behindert gerade. Oh Gott, heißt es, D wird eingenommen? Da steht D quick.
Verdammte Scheiße. Okay, in Spawn schießt es natürlich auch sehr ehrenhaft. Was soll der Geiz? Ich mache einfach ein Magazin leer. Pushe mal in die rein. Okay, hier ist einer. Alter, da kämmt der in die Ecke. Krieg ich doch die Krätze bei. Okay. Ja, okay, wir müssen auf jeden Fall zu D das halten. Geht die Munition aus, tut mir aber jetzt nicht leid, weil der ist sowieso in der Base. Setzt er sich nicht zu sehr der Gefahr aus. Weil er jetzt wieder da campt, ne? Da hockt er, ey. Okay, jetzt ist niemand mehr in D. Doch, jetzt schon. Ist ja auch egal. Bisschen aufpassen hier. Was macht der denn da? Okay, what the heck? Ich mache jetzt das hier und dann hoffe ich, dass jemand darüber läuft. Und wenn nicht, dann mache ich selber, weil die ist safe. Was? Das heißt, oh. Wenn jetzt nichts passiert, dann pushe ich selber. Oh Gott. Ach du Scheiße. Da stirbt gerade einer. Ist das Fenster offen? Nein, da kann ich nichts reinwerfen. Ich habe Angst. Oh Mann! Scheiße! So. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber linke Seite ist, glaube ich, gerade bevölkert, weil ganz viele versuchen, Kills wegzusnacken. Nix da, Kollege. So, jetzt haben wir hier Arti, das ist scheiße. Müssen wir aussitzen. Ja, die sind alle auf der linken Seite. Ich werfe eine Rauch. Ich habe eh nur eine. Dann gehe ich außen rum und versuche die da wegzuholen. Okay, wir könnten jetzt hier sterben. Aber es könnte auch funktionieren. Alter, das gibt's nicht! Was für ein Wichser, ey! Das ist doch lame, einfach in der Tür hängen, ey. Ohne Witz. Und der soll mal nach vorne. Ey, jetzt sind da zwei Typen im MG. Ja, der macht's. Dankeschön. Sehr gut. Weil da bringen die gar nichts da hinten. Und der Level 99er sollte sich fast schämen. Die müssen pushen. Und damit da genau das, was eben passiert ist, da verhindert werden kann. Was für Spawn-Rape, Alter. Ihr raped uns. So, da rennt jetzt gerade einer alleine rein. Jetzt verlieren wir D. Scheiße. Scheiße! Verdammte Axt! Behinderte Scheiße wieder mal. Haben wir genau dieselbe Kacke wie eben. Alle pimmeln da hinten rum. Wir haben einfach das Objective verloren, weil keiner sich schade genug war. So, jetzt gehe ich einmal ganz außen links rum und dann hole ich mir die alle weg, ey. Die nicht funktionieren. Das ist doch scheiße. Ja, jetzt haben wir hier ein MG. Weißt du, die machen es richtig, die pushen ihre MGs richtig vor und die MGs sitzen im Objective. Und dann hast du keine Chance.
rennst du durch eine Tür und wirst weggesägt. Literally. Verdammt! Ich bin total fertig. Da rennt einer durch gerade. Der ist oben. Ja. Ah, der hätte mal besser geguckt. Schnauze. Durchladen. Ich habe zwar ein zweites im Magazin, das benutze ich lieber für einen Notfall. Ist ja auch ein Notfallmagazin. Jetzt push doch mal, Leute! Ich riskiere schon alles, was ich habe, Verdammte Axt. Ja, da hat gerade einer ein Bajonett in den Rücken gekriegt oder so. Das ist gut. Ist ein Deutscher? Ist ein Deutscher. Sehr gut. Ja, rush mit einem Bajonett rein, du Vollhorst, ey. Sorry, selber schuld, wenn du den Ruf vorläufst. Aber ist ja okay. Krise überwunden. Krise nicht überwunden, da ist noch ein Russe. Und da ist noch einer. Ah, ist schon gestorben, gut. Gut. Haben wir gut gemacht. Respekt. Da hat mal was funktioniert. Gott, hier ist Party. Dein Krieg ist vorbei, allerdings. So, jetzt gebe ich hier irgendwie Deckung. Ich mache das einzig Richtige und werfe eine Rauchgranate. Denkt dran, werft Rauchgranaten. Scheiße. Okay, weg hier. Jetzt pushen wir aber. Hoffentlich. Wir haben Rauch. What the heck? Komm schon, nicht verbluten. Jetzt verbinden. Oh mein Gott, wir haben ihn noch sogar erwischt. So, jetzt aufpassen, ob Adam da hockt. Der traut sich aber was. Fuck! Das gibt's nicht! War mein Magazin leer, Alter. Scheiße! Ja, wir brauchen alles, um zu gewinnen, lieber Clipper oder wie er hieß. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass das Magazin gerade leer war. Alter! Fucking Anfängerfehler. So, Elite ist vorne, da lobe ich den nochmal, ne? Man muss den ja auch mal loben, wenn er was richtig macht. Das war kein Hund, aber... Oh, fucking... Hell. Warum sind die schon wieder hinter uns, ne? Ich glaube, die sind wieder durch die Kaserne da gepusht. Einer läuft hier gerade mit einem Bajonett die ganze Zeit durch. Finde ich irgendwie lustig. Also einer von uns. Was habe ich gesagt? Ey, das ist nicht wahr, ne? Das meine ich. Die haben einfach die MGs direkt vorne. So wie man es machen muss. Ich bin das Beispiel, dass es funktioniert. Ey, das ist nicht wahr. Leute, ey, ohne Witzen, die ganzen Level 10er oder 16er, wie auch immer. Das ist doch traurig. Dampft den da so komisch. Ja, okay, wir haben ein paar Leute bei C. Ich würde denen gerne Hilfe senden. Deswegen pushe ich gerade mal. Ich glaube, die greifen wieder C an. Die sind halt da hinten in der Kaserne. Das ist halt ein bisschen scheiße. Ja, toll, ey. Mit der MP40. Scheiße. Die Schnauze, Arnie. So, alles durchladen. Ey, das ist nicht wahr, ne? Wenn man kurz mal die Augen zumacht... Ist direkt D weg, ey, was machen die denn? Lass mich verarschen. Okay. Hier. Ja, wir haben noch D, ey. Bringt ja nichts, C anzugreifen, wenn du D verlierst. Geh weg, du komischer Typ, ey. Da hockt eh wieder einer hinter der Treppe oder so. Die Schnauze jetzt. So eine Dreck. Oh, fuck. Das ist
genau der Grund, warum ich das nicht wollte. Links ist noch eine Russe. Ich höre das doch. Und eine PPSH ist ja auch noch. Schön. Aha. Schnauze. Wo sind die denn? Direkt unter uns. So, diesmal sorge ich vor und nehme das andere MG. Alter, bist du doof? Wirf doch keine Granate. So, alles durchladen. Das ist das Gute, wenn man zwei Magazine hat. Und auch dran denkt, die durchzuschalten. Come on, get into C. Ja. Erstmal vielleicht die Leute, die hinter uns sind, killen. Das sind nämlich nicht gerade wenige, leider. Okay. Wow. Hier ist eine PPSH. Irgendwo ist ein Typ mit einem PPSA. Egal, ich gehe jetzt mal gerade todesmutig hier raus. Verloren, cool. All of you fools, you big, big fools. Alter Schnauze. Der hilft gar nicht, ey. Ja gut, hat doch super geklappt. Punkt haben wir auch gemacht, schön. Finde ich gut. Gut, dann würde ich sagen, das war's mal wieder. War an sich frustrierend, dass wir verloren haben, aber wir haben, glaube ich, alles richtig gemacht. Wir waren einfach nur nicht gut genug. Das ist leider auch manchmal der Fall, aber das ist auch schön, dass es mal der Fall sein kann und man kann das eingestehen. Der andere war einfach besser, deswegen haben wir es nicht geschafft. Egal, aber ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht habt ihr was gelernt, wie man es nicht machen sollte. Kauft euch das Spiel und spielt es mit mir. Nee, ohne Witz, viel zu wenige Leute spielen das eigentlich. Also, deswegen gebe ich meine... Oh, eine ganz neue Map, die kenne ich gar nicht. Code C, nie gespielt. Egal, die sehen wir gleich. Wir sehen uns, bis dann, tschüss.